Hallo zum Unboxing des Qubot H2, der Nachfolger des bekannten Akkumonsters Qubot H1. Geliefert wurde das Smartphone wieder einmal im typischen Qubot-Karton. Und wenn wir diesen einmal auf die Rückseite drehen, sehen wir hier die technischen Daten abgedruckt. Unter anderem besitzt das Smartphone ein 5,5 Zoll HD-Display. Wir haben einen MediaTek MT6735A-Prozessor verbaut. Hierbei handelt es sich um einen Quad-Core-Prozessor, der mit 1,3 GHz taktet. Android 5.1 ist vorinstalliert. Wir sehen die einzelnen Frequenzen, die unterstützt werden. Unter anderem wird auch LTE Band 20 unterstützt. Der Arbeitsspeicher liegt bei 3 GB und der interne Speicher beträgt 16 GB. Zudem lässt sich der interne Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern. Und wir sehen hier noch Angaben zu den Kameras. Unter anderem wurde eine 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Frontkamera verbaut. Angaben zum Akku fehlen hier, allerdings weiß ich, dass das Qubot H2 einen 5000 mAh-Akku verbaut hat, also knapp 200 mAh weniger als der Vorgänger. Vor uns sehen wir das noch eingetütete Qubot H2. Wenn ich mal die Schutzfolie entferne, sehen wir hier das 5,5 Zoll große HD-Display. Unterhalb des Displays haben wir drei kapazitive Tasten. Oberhalb befindet sich die Frontkamera, daneben die Ohrmuschel und wiederum daneben der Näherungssensor. Der Rahmen des Smartphones besteht hier aus Aluminium und besitzt diese leicht goldschimmernde Optik. Hier auf der linken Seite haben wir den SIM-Karten-Tray und auf der rechten Seite haben wir die physischen Tasten, unter anderem hier die Einschalttaste und die Lautstärkewippe. Am oberen Gehäuserand befindet sich der 3,5 mm Audioausgang und unterhalb befindet sich die Micro-USB-Buchse. Die Rückseite des Smartphones besteht aus Kunststoff und ist nicht abnehmbar. Hier unten haben wir den Lautsprecherausgang und hier oben natürlich die Hauptkamera und den dualen LED-Blitz. Hier sehen wir kurz eine knappe Anleitung, wie die MicroSD-Karte bzw. die SIM-Karten einzulegen sind und wie man natürlich das Smartphone auflädt. Hier haben wir zunächst einmal den Quick Start Guide, der in mehreren Sprachen verfasst ist, wie man das Smartphone also in Betrieb nimmt. Zusätzlich haben wir hier eine weitere Displayschutzfolie. Eine dünne Kunststoff-Displayschutzfolie war bereits aufgetragen. Hierbei handelt es sich allerdings um eine dickere Glas-Displayschutzfolie. Eine Silikonschutzhülle wurde ebenfalls mitgeliefert. Natürlich haben wir noch ein Ladegerät. Hier mit 5 Volt und 2 Ampere Output. Ebenfalls enthalten ist hier dieses OTG-Kabel bzw. ein OTG-Adapter. Ein Micro-USB-Daten- bzw. Ladekabel ist natürlich ebenfalls enthalten. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen SIM-Pin zum Öffnen des seitlich angebrachten SIM-Karten-Slots und zwei Reinigungstücher, womit sich dann die Displayschutzfolie besser auftragen lässt. So viel zum Unboxing. Im nächsten Video schauen wir uns dann das Smartphone näher an.